Moin moin und herzlich willkommen zum ersten Bücherneuzugänge-Video im Jahr 2022. Ich schulde euch auf jeden Fall noch die buchigen Weihnachtsgeschenke, die mir eingezogen sind im Dezember und dann die Bücher, die im Januar und Februar bei mir eingezogen sind. Bücher dabei, die ich mir selbst gekauft habe, wie gesagt die Weihnachtsgeschenke, aber auch Rezensionsexemplare. Und wir fangen jetzt mit den Weihnachtsgeschenken an. Und da ist ein Kinderbuch bei mir eingezogen. Ein Buch, was mir mein Bruder geschenkt hat. Und dieses Buch werde ich mir für Halloween aufbewahren. Und zwar ist das Nightmares von Jason Segel und Kristen Miller. Die Schrecken der Nacht. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Ich wollte auf jeden Fall diese gebundene Ausgabe haben, denn es hat diesen wunderbaren, coolen, orangenen Buchschnitt. Und es ist ein Leuchtcover. Das heißt, wenn man es ein bisschen ins Licht gehalten hat und dann das Licht ausmacht, dann leuchten einige Elemente hier auf dem Cover. Und das ist natürlich ziemlich cool. Ich finde einfach, die gesamte Aufmachung hat was. Und ja, hier geht es um einen Jungen, der Albträume hat und diese Albträume scheinen wahr zu werden. Denn seitdem er in der Villa von seiner neuen Stiefmutter wohnt, scheinen seine Träume etwas realer zu werden, aber auch viel düsterer. Er trifft auf Monster jeglicher Art. Er versucht wirklich alles, um wach zu bleiben, versucht mit Tesafilm und Streichhölzern seine Augen aufzuhalten, aber natürlich muss er irgendwann schlafen und er muss sich jetzt irgendwas einfallen lassen, damit er irgendwie wieder ruhig schlafen kann. Ja, Jason Segel sagt euch vielleicht etwas, ist der Schauspieler aus How I Met Your Mother. Und ja, ich weiß nicht, ob er das alleine geschrieben hat, beziehungsweise Kirsten Miller steht ja auch noch dabei, ob das nur eine Idee von ihm ist und er deswegen ein bisschen größer draufsteht als Kirsten Miller. Das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Es ist auch so leicht illustriert mit einigen tollen Elementen. Und wie gesagt, das werde ich mir aufbewahren für Halloween oder vielleicht auch schon ein bisschen früher beginnen, weil es gibt ja auch noch Band 2 und 3 und die würde ich dann, glaube ich, wenn es mir denn gefällt, relativ schnell hintereinander weglesen wollen. Es gibt eben noch so ein Grün und in Blau gehalten und da gibt es jeweils auch die Ausgaben mit diesem tollen Buchschnitt. Ja, ich freue mich sehr. Vielen lieben Dank nochmal an meinen Bruder, dass er da an mich gedacht hat und ich finde es einfach wirklich ein Schmuckstück und ich hoffe sehr, dass es mir gefallen wird. Ja, und dann habe ich noch von einer lieben Freundin, die ebenfalls sehr gerne liest und auch in den Bereichen, die ich gerne lese. Und wir schenken uns oft gegenseitig Bücher und diesmal hat sie mir eine ganze Reihe geschenkt. Normalerweise lassen wir es bei einem Buch, aber diesmal hat sie mir diese drei Bücher geschenkt von meiner Wunschliste. Und ich glaube, das sind Bücher, die mit am längsten auf meiner Wunschliste schon stehen. Jahrelang. Müssten schon fast Jahrzehnte sein oder ein Jahrzehnt, stehen sie auf jeden Fall schon da. Es wird mir immer wieder empfohlen. Ich als Drachenliebhaber und Fantasy-Fan, als Aragorn-Fan wird oft im zweiten Atemzug irgendwie dann diese Reihe genannt. Und zwar ist das die Drachenkämpferin von Licia Troisi, also aus dem Italienischen. Und das sind eben drei Bände. Und die sind nur noch gebraucht zu bekommen und deswegen hat sie mir wahrscheinlich gleich die gesamte Reihe geholt. Und dafür, dass sie gebraucht sind, sind sie aber wirklich in einem schönen Zustand. Und sie weiß ja auch, wie pingelig ich bin, deswegen hat sie da bestimmt auch extra drauf geachtet. Man sieht natürlich, dass sie gebraucht sind, aber sie sind jetzt nicht zu doll rund gelesen. Und auch das Cover ist nicht zerkratzt oder so, was ich sehr schön finde. Und auch die Seiten sind ja ein bisschen, paar Flecken sind drauf, aber es ist kein doll vergilbtes Buch oder so. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Geschichte und hoffe wieder auf Aragorn-Feeling und auf Drachen, die majestätisch sind, aber gleichzeitig intelligent und sich vielleicht eine Freundschaft entspinnt. Denn wir treffen hier auf Nihal und Nihal ist eine Halbelfin und sie möchte unbedingt zu einer Drachenritterin werden und gegen die Monster kämpfen, die die Welt beherrschen, beziehungsweise die von dem Tyrannen geschaffen worden sind, um die Welt zu beherrschen. Und ja, das ist ihre Reise, ihr Kampf. Ich zeige euch auch nochmal Band 2 und 3.
Die sehen so aus. Wie die Drachen jetzt hier auf dem Cover gestaltet sind, finde ich jetzt nicht ganz so schön. Aber ansonsten mit diesem Gold, mit der Goldprägung und ja, so eine starke Frauenfigur ist natürlich auch cool. Eine Halbelfin mit Spitzenohren. Ich glaube, blaue Haare hat sie und grüne Augen. Ja, ich freue mich da sehr drauf und ich denke, dass man die hoffentlich auch so weglesen kann. Also Band 1 hat auch nur 300 bis 400 Seiten und dann werden sie so ein bisschen dicker. Und ja, da, wenn ich die dann anfange, die Reihe, ich werde jetzt erstmal 1, 2 Reihen beenden, aber wenn ich sie anfange, dann möchte ich auch relativ zügig sie lesen und ja, nicht so viel Zeit zwischen den ganzen, ja, den Folgebände lassen, damit ja, da eben auch keine Information verloren geht. Ja, ich freue mich, dass das endlich bei mir eingezogen ist und dass ich meine Drachen-Fantasy-Sammlung oder die Bücher von Drachenfantasy hier so ein bisschen aufstocken kann. Hoffe natürlich, dass es mir gefällt. Ansonsten wird es natürlich nicht in meiner Sammlung bleiben. Aber ich bin da ziemlich sicher und freue mich da wirklich sehr drauf. Jetzt kommen wir zu meinen Januar-Neuzugängen. Und das waren tatsächlich 4 Bücher, die eingezogen sind. Ist auch eine komplette Reihe. Das mache ich wirklich selten, dass ich mir eine komplette Reihe komplett sofort kaufe. Bei der war es aber auch so, so ähnlich wie bei der Drachenkämpferin, dass es die Bücher nur noch gebraucht in dieser Ausgabe gibt, die ich sie gerne hätte. Und die besonders, glaube ich, der letzte Band ist auch nicht mehr ganz so günstig zu bekommen, jedenfalls im guten Zustand. Und ich habe es eben bei eBay gefunden, alle 4 Bände in gutem Zustand für 30 Euro. Und da habe ich dann zugeschlagen und sie sind dann auch wirklich Gott sei Dank heile hier angekommen. Den ersten Band bzw. die Vorgeschichte, die habe ich bereits gelesen, hatte allerdings eine andere Ausgabe hier. Und ich war so ein bisschen am Schwanken, weil die neue Ausgabe ist nicht hässlich, aber sie ist halt im Taschenbuch und die alte Ausgabe ist halt besonders hübsch, auch besonders, weil sie so schimmert und weil sie metallisch schimmert. Ich zeige sie euch gleich. Also den ersten Teil, und ich glaube, den finde ich sogar am schönsten, das ist Der silberne Traum von Thomas Finn, eine Jugendfantasy, die Chroniken der Nebelkriege. Ist das nicht hübsch? Und das habe ich, wie gesagt, schon gelesen. Es ist maritime High Fantasy, eben etwas für ein jüngeres Publikum, sehr flapsig geschrieben, hat sehr viel Humor dabei gehabt, irgendwie auch so ein bisschen ja, Seemannsgarn, so ein bisschen nordisch auch dabei. Die Welt ist schon an unser Europa angelehnt, aber hat High Fantasy-Vibes. Von Thomas Finn schwärme ich euch ja immer wieder vor, dann aber eigentlich meistens mit seinen Horror-Thrillern. Aber das ist wirklich ein Buch, was mir gut gefallen hat, so gut gefallen hat, dass ich gesagt habe, ich möchte die Reihe weiterverfolgen, beziehungsweise die eigentliche Reihe, die eigentliche Trilogie lesen. Denn das ist nur die Vorgeschichte, die aber später als die Trilogie selbst erschienen ist. Ich habe es jetzt chronologisch gelesen, wie es in der Geschichte passiert. Aber im Grunde kann man die unabhängig voneinander lesen. Hier geht es um die Elfe Fi, die auf einem Schiff aufwacht, mitten im Nordmeer. Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Sie weiß nichts mehr. Sie hat nur so ein paar Erinnerungsblitze und seltsame Träume, die sie heimsuchen. Aber ansonsten kann sie sich nicht erinnern, wie sie auf dieses Schiff gekommen ist. Sie weiß nur, dass die böse Elfenkönigin Morgoja die Heimat des Elfenvolks zerstört hat und ja, in die Sklaverei geführt hat. Ja, aber was ist danach geschehen? Sie braucht auf jeden Fall jetzt starke Verbündete, um Morgoja entgegentreten zu können. Und ja, sie hat zunächst die Verbündeten in einer Möwe, in einer sprechenden Möwe gefunden und einen Wassermann. Ja, und es geht weiter maritim und ja, wie gesagt, sehr locker leicht, aber wie bei Thomas Finn oft mit sehr tollen Ideen und auch sehr rasant zu lesen. Ja, das hat mir so gut gefallen, dass ich eben gerne mit der Reihe weitermachen möchte. Und da werde ich jetzt auch nicht nochmal die Vorgeschichte nochmal lesen, weil die Reihe ist ja eh vorher erschienen, ohne dass man ja den ersten Band kennen musste. Und da werdet ihr jetzt auch dieses Metallische sehen. Man sieht zwar, dass sie auch gebraucht sind, aber ich habe sie wirklich in einem sehr guten Zustand bekommen und bin ganz froh, dass ich sie jetzt in dieser Ausgabe mir auch geholt habe.
Das unendliche Licht, und es spiegelt sehr, von Thomas Finn ist wie gesagt der erste Band von der Trilogie der Nebelchroniken. Und hier geht es um den Irrlichtfänger Kai. Und sein Dorf wird von Piraten zerstört und er hat alles verloren, trifft dann irgendwann auf einen Elfenjungen, mit dem er gemeinsam in die Großstadt Hammerburg gelangt und dort zu einem Däumling, also zu einem sehr, sehr kleinen Zauberer kommt, der aber sehr mächtig ist und ihn als Lehrling aufnimmt. Ja, und so bekommt er sicherlich seine Aufgabe, seine Quest. Und auch seine Fähigkeiten ein bisschen mehr erklärt. Ja, Irrlichtfänger, das klingt schon wieder großartig. Und auch hier möchte ich euch natürlich auch die anderen Bände zeigen, die auch wunderbar, ja, funkeln. Und zwar ist Band 2 Der eisige Schatten, finde ich sogar noch schöner. Und Band 3 ist Die letzte Flamme. Ja. Und besonders der dritte war nicht mehr ganz so einfach zu bekommen. Und deswegen habe ich, wie gesagt, gleich zugeschlagen, als jemand angeboten hat, alle vier zu verkaufen. Ja, ich hoffe natürlich, dass auch die Trilogie mir gut gefallen wird. Aber da ich ja den Autor kenne und auch jetzt schon die Vorgeschichte gelesen habe, glaube ich, dass ich da genügend weiß, um einschätzen zu können, dass mir die Reihe gefallen wird. Und ich habe sie mir jetzt im Januar geholt, weil ich erstmal diese Reihe gerne beenden wollen würde. Das war ja auch ein Vorsatz, aus 2022 Reihen zu beenden. Und diese war auch dabei. Und die würde ich gerne mit Julia vom Kanal Leseritter gemeinsam lesen, denn sie hat die Reihe sich auch zugelegt. Sie kennt zwar die Vorgeschichte nicht, aber wie gesagt, das muss man ja auch nicht kennen. Und wir wollen mal wieder was gemeinsam lesen. Und wir hatten eigentlich so Februar angepeilt, aber wir haben es jetzt noch mal um 2 Monate verschoben, vielleicht zum März, April. Da werden wir dann mal schauen, ob wir denn da Lust zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, mit Julia wieder was zusammen zu lesen und hoffe, dass uns beide das mitreißen kann. So, und jetzt kommen wir schon zum Februar. Im Februar sind noch mal 3 Bücher eingezogen, diesmal aber keine Reihe, sondern das sind Einzelbände bzw. Auftakte einer Reihe. Wir fangen an mit dem Buchclub-Buch für All You Can Read, was wir im März lesen wollen. Das ist als Rezensionsexemplar hier eingetroffen. Und zwar ist das Spiderling von Sascha Macht, ist im Dumont Verlag erschienen. Und ich finde, es sieht irgendwie cool aus, auch wenn es relativ, naja, schlicht kann man auch nicht sagen, ne? Also den Rücken und den Klappentext finde ich leider ein bisschen langweilig, aber dafür, ja, dass hier vorne diese Art Spinne hier drauf, finde ich cool. Und auch das Thema ist einfach cool. Es ist vielleicht ein bisschen literarischer, ich weiß es noch nicht genau, ich habe es ja noch nicht gelesen. Und es könnte vielleicht auch in eine ganz andere Richtung gehen, aber die Thematik finde ich cool. Und zwar geht es um Gesellschaftsspiele und um eine Entwicklerin, die sich solche Gesellschaftsspiele ausdenkt und diese eben entwickelt. Sie ist tatsächlich auch relativ erfolgreich und eines Tages bekommt sie eine Einladung auf ein Weingut von Spiderling. Spiderling ist sozusagen der Guru der Spieleentwickler und deswegen sagt sie natürlich zu. Und es gibt noch 7 andere Spieleentwickler, die dorthin eingeladen werden. Doch zunächst lässt sich Spiderling nicht blicken und sie leben dort in Saus und Braus und können das da wie ein Urlaub genießen. Aber irgendwann ist es schon komisch, dass der Gastgeber nicht auftaucht. Was aber auftaucht, ist ein seltsames Spiel. Ein Gesellschaftsspiel, was die Runde macht und ja, was wahrscheinlich auch nicht ganz ungefährlich ist, ich weiß es nicht. Es könnte Gesellschaftskritik mit drin sein, das mutet jedenfalls so ein bisschen der Klappentext an und auch was so die Fragen sind. Ja, hier steht drauf, dass Sascha Macht ein begnadeter Schöpfer absurder Verhältnisse und wirrer Welten ist. Seine Texte sind alles andere als Literatur oder Sanftmut. Sie sind aufgepeitschte See, Hochzeitsparty in der Geisterbahn und eine scharfsichtige, scharfzüngige Abrechnung. Ja, es klingt irgendwie verrückt, skurril und trotzdem nicht oberflächlich. Ich würde es gut finden, wenn da so ein kleiner Funke Fantastisches mit drin ist.
Jedenfalls, was das Spiel angeht, vielleicht auch so ein bisschen mystisch, aber es kann natürlich auch psychologisch sein. Also das kann vieles beinhalten, was mir gefällt. Es kann natürlich aber auch zu literarisch sein, zu gesellschaftskritisch, zu verschwurbelt, dass man da nicht so richtig vorankommt. Ich hoffe, dass die Story trotzdem gut zu konsumieren ist, aber es wird bestimmt ein gutes Buchclub-Buch sein, worüber wir diskutieren können und über die Themen auch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil das was Besonderes sein wird. Außerdem habe ich mir die Schwestern Grimm von Männer van Praag gekauft. Und zwar war das schon lange Hand geplant, jetzt im Januar, Februar gemeinsam mit der lieben Carina vom Kanal Carina Zacharias zusammen zu lesen. Wir hatten das schon ja im letzten Jahr abgemacht und da habe ich mich wirklich schon sehr drauf gefreut. Das ist auch eine Neuheit, wie auch Spiderling. Die habe ich euch beide in Videos zu Neuerscheinungen vorgestellt. Das ist allerdings schon letztes Jahr erschienen und das hatte mich gleich angesprochen. Vom Cover her, ich mag diese Kombination aus Schwarz und Kupfer einfach total gerne und mit diesem Mond sieht schon ziemlich mystisch aus und das gefällt mir natürlich sehr, aber auch die Geschichte dahinter. Ihr seht, wir lesen es gerade und ich bin jetzt auch auf dem letzten Drittel angekommen. Wie es mir gefallen hat und so weiter, das werde ich euch dann im Lesemonat Februar erzählen. Aber hier erstmal, worum geht es eigentlich? Es geht um vier junge Mädchen oder junge Frauen, die alle magische Begabung haben. Sie haben alle Macht über ein Element, also Wasser, Feuer, Luft und Erde, genau. Und sie sind alle sehr unterschiedlich, aber trotzdem sind sie Schwestern. Sie wissen allerdings nichts voneinander. Sie sind alle am selben Tag geboren und scheinbar haben sie denselben Vater. Und zwar ist das der Dämon Grimm. Und dieser Dämon hat einen besonderen Plan mit seinen Töchtern. Davon wissen sie allerdings auch nichts. Sie haben es mal gewusst. Als Kinder waren sie nämlich schon mal zusammen und haben in einer Parallelwelt zusammen ja ihre magischen Fähigkeiten ausprobiert. Aber sie haben ihr Gedächtnis wieder verloren und jetzt begleiten wir sie eben, wie sie sie wieder entdecken und es geht immer weiter auf eine Entscheidung zu. Sie müssen sich entscheiden für das Gute oder das Böse, gegen ihren Vater oder mit ihrem Vater dann zu kämpfen. Ja, und wie sie sich entscheiden werden, ich weiß es auch noch nicht und bin sehr gespannt. Ja, wie gesagt, mehr möchte ich dazu nicht sagen, auch nicht, wie es mir gefällt. Das erzähle ich euch dann. Ich habe gesehen, wie gesagt, dass es einen zweiten Band geben soll, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte, das wäre vielleicht mal wieder ein Einzelband. Aber gut, ich werde jetzt auch noch nicht entscheiden, ob ich es weiterlese oder nicht. Das mache ich dann erst, wenn ich hier die letzten 200 Seiten gelesen habe. Und ich möchte euch jetzt noch ein Lesezeichen zeigen, was auch ein Neuzugang ist und was ich eben in diesem Buch hier gerade benutze. Und zwar ist es diese tolle Sanduhr. Die hat mich so angesprochen. Das ist aus harter Pappe, so in Anthrazit und dann mit Gold bedruckt. Ja, unten haben wir den Mond, Wasser und Sterne und oben haben wir Berge, Wolken und eine Sonne. Und ja, ich finde es einfach sehr schön, auch mit diesem goldenen Bändchen. Hinten ist es relativ schlecht. Das ist von Moses. Ja, und da war ich in der Buchhandlung, hatte ein Geschenk für meine Oma gekauft und so ganz konnte ich eben nicht ohne Buch oder ohne irgendwas rausgehen und habe dann hier ein neues Lesezeichen gekauft. Ich mag ja, sammle ja sehr gerne Lesezeichen, die besonders sind und finde es immer schön, wenn es zu den Büchern passt. Und ja, ich finde es irgendwie schon, dass es passt. Natürlich von den Farben nicht ganz, aber ja, irgendwie mit dem Mond und mit den Sternen und mit dieser. Ja, mit dieser Sanduhr irgendwie passt es von der Stimmung her ganz gut. Und deswegen freue ich mich hier, dieses neue Buch mit dem neuen Lesezeichen zu lesen. Und das letzte Buch, das ist heute bei mir eingezogen. Ich war eben gerade in der Buchhandlung und habe mir dieses Buch gekauft. Bewusst. Ich bin heute bewusst losgegangen, um mir ein Buch zu kaufen für dieses Wochenende. Und da habe ich mich so drauf gefreut. Das war gestern eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Denn ich habe mir eigentlich noch ein Rezensionsexemplar beim Bloggerportal bestellt. Das war ein Kinderbuch und da habe ich mich richtig drauf gefreut. Und ich dachte, es würde jetzt so in den letzten anderthalb Wochen irgendwie einziehen.
Aber ich habe übersehen, dass das Buch jetzt erst am 28.02. erscheinen wird und wahrscheinlich dann erst Anfang März bei mir einziehen wird. Und da war ich irgendwie enttäuscht, weil ich mich so drauf gefreut habe, neben den ganzen düsteren und spannenden Fantasy- und Horrorgeschichten, die ich gelesen habe, dann was Buntes zu lesen, dass ich mir gesagt habe, okay, dann lese ich trotzdem nebenher jetzt noch ein Kinderbuch. Ich hatte aber nichts mehr auf meinem Stapel ungelesener Bücher und deswegen dachte ich, okay, dann gehst du heute in die Buchhandlung und kaufst dir was Schönes. Ja, und dann habe ich mich aufgemacht eben und habe ein bisschen gestöbert. Ich wollte wirklich Kinderbücher so ab 6 Jahren empfohlen bis 10 Jahre empfohlen, nicht höher. Und es sollte auf jeden Fall auch ein Einzelband sein. Es sollte irgendwas Schönes, Farbenfrohes, vielleicht Naturverbundenes, Magisches sein mit Illustrationen, das mich so richtig begeistern kann. Nicht zu dick. Ja, und ich hatte mir dann 4 rausgepickt. Und von denen einen hatte ich was gehört, von den anderen allen noch nicht. Das ist ja irgendwie auch mal schön. Und ich hatte aber so ein bisschen im Kopf, na, bevor ich mir die jetzt hole oder bevor ich mir jetzt für eins entscheide, frage ich lieber nochmal nach, ob das vielleicht ja, Bände einer Reihe sind. Auf den Covern, auf dem Klappentext konnte man es nicht erkennen. Da sahen sie aus wie Einzelbände. Aber ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich die Buchhändlerin gefragt, ob sie mal schauen kann im System. Und tatsächlich waren 3 von den 4 Büchern die reinen Auftakte jeweils. Und das letzte Buch, also das vierte, da hätte ich dann ja sagen können, ja super, brauche ich mich ja gar nicht entscheiden, nehme ich das letzte. Aber das ist erst dieses Jahr erschienen, das ist gerade erst rausgekommen. Oh, ja, und da war ja die. Ja, irgendwie das Risiko doch hoch, dass eventuell noch mal ein zweiter Band kommt. Ja, also habe ich mich hingesetzt und ein bisschen in dem Buch rumgeblättert. Das war auch wirklich schön. Es ging um so ein magisches Gewächshaus. Es ging um einen chaotischen Umzug, um Antiquitäten und ja, war irgendwie auch ganz niedlich aufgemacht, war hübsch anzusehen. Natürlich war illustriert, leider nicht bunt, aber immerhin schwarz-weiß. Und es ging auch so ein bisschen um einen Rätsel-Schnitzeljagd. Ja. Hätte ich dann auch vielleicht fast mitgenommen, aber dann ist mir ein Buch noch aufgefallen und das stand auf meiner Wunschliste und war dann sogar noch gleich teuer und trotzdem schöner aufgemacht mit bunten Illustrationen und hat gerade so, ja, diese, mein Verlangen nach illustrierten, schönen Büchern, aber die auch so ein bisschen naturverbunden und dem, ja, dem Frühling zugeneigt sind, hat ja dieses Bedürfnis irgendwie gestillt und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und zwar ist das Die Sonnenwächterin, eine Frühlingsgeschichte von Maja Lunde. Und wem das Buch jetzt so bekannt vorkommt, ja, dem kann ich sagen, das ist tatsächlich der zweite Band, würde ich jetzt nicht sagen, weil das abgeschlossene, einzeln für sich stehende Geschichten sind, aber es gibt in dieser selben Aufmachung, eine Weihnachtsgeschichte von Maja Lunde, die habe ich vor 2 Jahren ungefähr gelesen und das war für mich ein großes Highlight. In der Aufmachung, es sind wunderschöne Illustrationen hier drin, farbige Illustrationen, ganzseitige Illustrationen, fast jede Seite hat es besonders aufgemacht und die war wirklich, es war einerseits eine Wohlfühlgeschichte, eine richtig schöne, warmherzige Weihnachtsgeschichte für die gesamte Familie. Ich fand, es ist jetzt nicht hauptsächlich nur für Kinder, weil es eben auch sehr ernste Themen und auch emotionale Themen angesprochen hat. Also es war auch tragisch und traurig, hat aber trotzdem eine tolle Botschaft gehabt. Ja, und dieses Buch habe ich dann gesehen irgendwann im Internet und hatte das direkt auf meine Wunschliste gepackt. Dachte ich, das kann ich im Frühling lesen. Und obwohl ich so ein Winter-Herbst-Mädchen bin, finde ich auch immer wieder diesen Übergang vom Winter in den Frühling schön, wenn es auf einmal grünt und blüht. Und ja, so langsam kann man ja tatsächlich mal übergehen in den Frühling, so Ende Februar, Anfang März. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Wann wird es wieder Frühling? Eine zauberhafte Geschichte von Wandel und Neuanfang. Es geht um Lilja und Lilja wohnt in einer Gegend, wo es sehr grau ist, sehr viel regnet. Ihr Vater oder ihr Großvater, ja, ihr Großvater versorgt die Umgebung mit Gemüse und Obst, aber das ist sehr spärlich, weil die Erde einfach zu nass ist, um
da irgendwas großartig wachsen zu lassen. Und irgendwann entdeckt Lilja einen Pfad, der in den Wald führt, den sie eigentlich nicht benutzen darf, aber sie schluckt ihre Furcht herunter und geht dorthin und dort entdeckt sie ein ganz anderes Reich, eine ganz andere Natur. Ja, sie entdeckt dort Freunde, aber eben auch wahrscheinlich die Sonne und viel Natur und viel Pflanzen. Ja, ich möchte noch nicht viel reinschauen, deswegen zeige ich euch jetzt vom Inhalt auch nichts. Vielleicht nur das Vorsatzpapier. Ja, Maja Lunde ist ja bekannt. Die Geschichte der Bienen hat sie geschrieben, die Geschichte des Wassers, auch alles sehr naturverbundene und Umweltschutz-Thematik hat sie dort verarbeitet. Aber das sind so, ja, Familiengeschichten. Jedenfalls hoffe ich, dass das genauso in diese gleiche Kerbe schlägt und hier noch mehr die Natur im Vordergrund steht als bei der Weihnachtsgeschichte. Und ja, die Weihnachtsgeschichte, es war für mich eben ein großes Highlight, weil es einfach so viel Warmherziges hatte, aber auch so viel Tragisches, so wichtige Themen enthalten hat und mich trotzdem in Weihnachtsfeeling gebracht hat. Und wie gesagt, diese Illustrationen, da habe ich nur gestaunt. Und ich hoffe, dass das hier genauso sein wird. Es wird tatsächlich ein Quartett werden, also es wird sicherlich noch ein Buch zum Sommer und zum Herbst geben. Ich weiß noch nicht, ob das dieses Jahr der Fall sein wird. Ich habe dieses Buch jetzt gerade entdeckt. Ich gucke mal eben, ob ich sehen kann, wann das erschienen ist. Hier steht es nicht. Hier steht es 2020 schon. Ja, also ich habe das tatsächlich so ein bisschen unter meinen Radar geflogen, das erst vor ein paar Wochen entdeckt. Und illustriert ist das von Lisa Aisato. Und ja, einfach ganz, ganz grandios. Wunder, wunderschön. Und dieses Buch werde ich mir jetzt direkt zu Gemüte führen. Und so ist es ja auch gedacht, dass ich losgehe, mir Bücher kaufe und sie dann wirklich auch direkt lese. Und ich finde, das ist mir im Februar wirklich gut gelungen. Also ich habe ja Schwestern Grimm gekauft und das haben wir in der Leserunde jetzt direkt angefangen. Und Spiderling ist bei mir eingezogen als Rezensionsexemplar, was wir dann Anfang März direkt lesen wollen. Und ja, die Reihe um die Nebelchroniken wollten wir jetzt ja auch direkt dann als Buddy Read anfangen. Also so möchte ich weiterhin meine Neuzugänge bewusst einkaufen und mir trotzdem diese Freude des Stöberns und diese Freude von neuen Büchern nicht verbieten. Ja, ich hoffe, dass es mir weiterhin so gut gelingt. Ich hoffe auch, dass für euch etwas dabei war, dass etwas euch angesprochen hat, dass ihr mir vielleicht sogar sagen könnt, was ihr selbst schon gelesen habt und wie eure Meinung war. Und ja, was ist denn bei euch so eingezogen in den ersten 2 Monaten? Sagt mir das doch gerne mal, was euch jetzt gerade so anspricht und ja, was in euren Warenkorb gelandet ist. Ach, es war so schön, heute zu stöbern, auch wenn es mich wieder aufgeregt hat, dass alle Bücher, die ich rausgesucht habe, tatsächlich Reihen sind oder Teil einer Reihe sind. Ich finde das so schade, dass man fast in keinem Genre mehr gefeit davor ist, dass man irgendwie einen Teil einer Reihe in der Hand hat, ob das im Thriller-Genre ist, ob das in Fantasy-Genre ist oder auch in Kinderbüchern. Klar, Reihen haben auch was Tolles für sich. Man kann wirklich die Charaktere ausbauen, man kann die Welt ausbauen. Ja, aber irgendwie tendiert es immer mehr zu den Reihen. Und besonders bei Kinderbüchern fände ich mehr Einzelbände eigentlich ganz schön. Ja, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein Buch gefunden, womit ich sehr glücklich bin. Und ich werde euch auch da natürlich im Februar-Lesemonat wahrscheinlich von berichten. Ja, das war's. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.